Willkommen zurück zu SimCity und ich dachte mir, wir starten doch direkt einmal in der Übersicht von Denas Welt. Wo haben wir das denn jetzt überhaupt? Jetzt kommen wir hier gar nicht mehr durch. Denas Welt, das müsste es sein. Wo wir hier wunderschöne Denas Quadrat haben, wo ich gerade sehe, das haben wir uns ja wundervoll ausgesucht. Hier gibt es sozusagen nur eine Stadt, nur zwei Städte, mit denen wir richtig interagieren können. Nämlich einmal, Hokusai und zum anderen Hiroshige. Weil, aber Geld schicken kann ich eigentlich überall, wobei mir auch extra so mal geschrieben wurde, Geld schicken und SimCity, das ist ein bisschen ein Problem. Ist nämlich recht verbuggt, kann manchmal ewig dauern, manchmal kommt das Geld nicht an. Man weiß es nie so ganz. Und wenn ich mir hier Hokusai so anschaue, eigentlich die Sachen sind ja eigentlich relativ egal hier. Ich möchte da ja nichts fördern oder so was Besonderes. Wir haben halt hier Wasser. Anschluss, aber wir haben auch so einen Kackberg hier, was eigentlich kacke ist. Eigentlich wird sowas hier eigentlich am besten, aber die haben ja keinen Strand, ja? Die haben Schienen, aber haben keinen Strand. Also so geil ist es hier auch nicht. Also, wir brauchen doch nicht unbedingt Strand. Ich denke mal, wenn wir den als Kurve machen würden, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, dann würde ich es wahrscheinlich hier machen. Naja. Erstmal zurück in Denas Quadrat. Und ne, da unten halten wir schon mal den schönen Spieltipp. Den halten Sie im Kurvenmodus beim Verlegen von Straßen. Shift gedrückt, um gerade Straßen zu sehen. Die analysieren nämlich immer, was man so spricht und passen dann kontextbasierte Werbung ein. Also hier in diesem Fall kontextbasierte Spieletipps. Irgendwann kommt das auch noch bei Werbung, wenn wir dann alle irgendwann im Jahr 2020 bei Google nur noch über die Voice Search Sachen suchen. So, was für ein Kack erzähle ich eigentlich? Wieso ist denn das schöne Gebäude? Oh Mensch, das war so toll. Ich weiß auch, das hatte immer noch gesagt, wir haben tolle Kunden und ich habe mich immer gewundert, wie das sein kann, ne? Und jetzt ist es weg. Tja, da muss man durchgreifen. Da führt leider auch kein Weg dran vorbei. Es ist schade natürlich, ja, aber ich komme darüber hinweg. Wir haben aber noch mehr kaputte Sachen, die man direkt hier mal wegreißen muss, wegen Krankheit. Da das Ganze hier jetzt ja im Moment eigentlich nicht schlecht läuft, denke ich auch mal, wir werden mal weitere Kliniken installieren. Aber erstmal die Elektronikfabrik weiter ausbauen. Mit, hier kann ich einbauen. Aber erstmal mehr TV-Bänder. Aber ich habe immer noch keine, ich habe echt ein bisschen gegoogelt, aber es gar nicht so gefunden. Weiß gar nicht, ob ich mich einfach nur besonders blöd eingestellt habe oder warum. Ob es überhaupt besser ist, TV-Montagebänder zu machen. Oder ob es besser ist, hier die lieben anderen, die ich jetzt nicht angucken kann, Computer sind es, die zu bauen. So, und jetzt kann ich nicht mal mehr einen Transporter hier machen. Naja, jetzt habe ich sie erstmal voll ausgebaut, auf jeden Fall mit der Produktion von TVs. Und kann dann hier wieder, beziehungsweise das, was ich ja schon gemacht hatte hier, ich hatte jetzt ja hier die Prozessoren, habe ich auf Export stehen und das ist gar kein Problem. So wurde es mir zumindest geschrieben. Wenn hier Prozessoren rausgehen, dann gehen die als erstes, gehen die hinten ran zur Prozessorenfabrik und danach gehen die erst ins Handelszentrum und werden dann exportiert. Das heißt, es wird nur exportiert, wenn es zu viele gibt. Und das ist ja ideal, also so wollen wir es ja haben. Wieso haben die eigentlich so fette Mühlenräder in der Prozessorenfabrik? Das ist ja auch mal interessant. Was wird denn da so gemahlen? Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich sehe hier leider gerade kein Prozessoren-Ding hier rausfahren. Wo ist denn überhaupt deren Straßenzufahrt? Ist das auf der Seite oder auf der Seite hier? Die kann ich gar nicht so sagen. Aber ich denke mal, es fängt hier auf der Seite an. Ich muss mir überhaupt mal hier die Geschwindigkeit hier wieder auf Geparden-Tempo stellen. Und dann mal schauen, ob wann hier irgendwie so mal ein Wagen hier. Jetzt kommt doch einer raus, oder nicht? Ja, aber der fährt erst hier hin und fährt hier hin und fährt hier hin. Na, und jetzt steht er hier. Das hier ist nämlich ein Legierungs... Ah, gut, das ist wieso liefert der Legierungen? Weil es hier schon mit Legierungen voll war, oder wie? Naja, das ist auch merkwürdig. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass es stimmt. Ich denke mal, das werden wir sonst noch merken, wenn die hier zum Beispiel meckern über zu wenig Prozessoren, was ja gar nicht sein kann. Legierungen gibt es genug Kisten Plastik. Was man bei Legierungen auch noch machen könnte, ist, dass wir die Legierung sozusagen selber aus Kohle und Erz machen und Erz und Kohle importieren. Aber ich glaube, davon halten wir ein bisschen Abstand. Erstmal, damit wir einfach ansonsten einfach noch einen Punkt weniger haben, wo wir uns Sorgen drüber machen müssen. Was ist los, meine lieben Leute? Ich habe es satt, die Kinder zum Sport immer aus der Stadt herausfahren zu müssen. Machen Sie eine Turnhalle? Ja, klar! Kein Ding für ein King. Machen wir sogar gerade mal. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Es kostet ja vor allem Platz. Sag mal, wenn wir einen Platz brauchen, werde ich es wieder wegmachen.
Aber wie viel kostet das? 250 in der Stunde, ich meine, wenigstens. Das haben wir mehr als locker. Warum wir hier nicht bauen konnten, wurde gesagt, liegt an der Bushaltestelle. Aber jetzt sehe ich hier einen Grafikfehler oder was soll das hier sein? Anklicken kann ich es nicht. Shit. Weil eigentlich wollten wir hier an dieser Stelle. Oh, jetzt meckert hier schon wieder wegen Straßenbahn. Aber Straßenbahn mache ich noch nicht wieder an. Oder? Doch, machen wir jetzt an. Jetzt machen wir es an. Wie viel kostet das? Na, 2100, ne? Das macht ein Mini mehr hier. Insgesamt ist egal. Erstmal gucken wir lieber auf die Kläranlage, denn die ist bald zu hoch. Da müssen wir aber dringend nachsorgen. Wir können aber nichts hin. Nur hier auch nicht. Das heißt, wir können nur in diese Richtung erweitern. Ja, was ist denn das für ein Ding hier? Das interessiert mich aber. Lambrets Lab, nee. Zu schlimm, weil der beschwert sich über zu schlecht ausgebildete Mitarbeiter. Dahingehend hatte. Ey. Da. Ich kann das nicht bauen. Schon wieder so ein Kack-Bau-Bug. Das ist nämlich ein Bug. Manche hatten gesagt, das ist die Haltestelle. Aber das ist ein Bug, ist das. Scheiß Bugs. Scheiß verbuggte SimCity. Warum? Ja? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Nicht noch eine Kläranlage. Hey. So. Ich kann es nicht bauen. Ich kann es. Jetzt kann ich es plötzlich bauen. Ja? Kann ich hier bauen? Ne. Kann ich hier bauen? Das ist ein scheiß Bug, ist das. Mensch, Mensch, Mensch. Schauen wir doch mal, ob es theoretisch möglich wäre, eine zweite Unterhaltungselektronikfabrik zu bauen. Na? Schauen wir mal. Ja, jetzt geht's. Trotz der Bushaltestelle. Ja, jetzt sag mir mal, dass das kein Bug war. Klar, aber das ist ein Bug. Scheiß Bugs. TV, Computer. Genau, Computer. Ist es besser Computer oder? Oder halt nur TV? Bin mir nicht sicher. Mach erstmal zwei TV und baue so viele von den Teilen hier wie möglich. Dass man die nie nur so kacke ansetzen kann. Sollen das? Naja. So. Ja, der beschwert sich, dass er irgendwelche Sachen nicht hat, aber die werden schon noch kommen. Lokal, ja. Wieso denn überhaupt der Haken ist von lokalen Legierungslieferungen? Was denn sonst? Nur globale, wie denn das? Was mir aber auch noch gesagt wurde, dass das Recycling-Ding hier vielleicht keine Sachen bekommt, weil alles hier immer sofort verbrannt wird. Wenn das der Fall ist, dann müsste ich ja eigentlich einfach mal die Müllverbrennung sozusagen hier ausschalten. Und dann wird ja alles nur noch gesammelt und dann sofort hier weitergebracht. Das wäre so ein bisschen die Idee. Beschwert sich denn jetzt mein Öl? Rohölvorräte erschöpft. Importiert er hier keins mehr? Ne, hier sowieso nicht. Wo importiere ich das denn? Hier. Aber hier importieren die denn? Rohöl wird importiert, ja. Ist ja zu wenig Rohöl. Das fände ich aber komisch. Weil das hat ja bisher die ganze Zeit gereicht und ich habe es jetzt nicht gerade erhöht. Jetzt ist auch wieder Rohöl da. Ich wette, das war nur ganz kurz einfach mal irgend so ein Bug-mäßig halt, dass es mal gerade so nicht geklappt hat. Anstatt, dass sie mal größere Vorräte anlegen oder was. Naja. So, und die haben hier natürlich eine super Arbeit hier direkt neben der Kläranlage. Und warum beschweren sie sich? Weil Mitarbeiter gesucht werden. Ja, dass hier keine arbeiten wollte, dürfte ja klar sein. Eieieiei. Nee. Soll ich das Stück hier abreißen? Ich wette, wenn ich das abreiße, dann wird das Ganze hier aber abgerissen. Weil ansonsten würde ich hier mal eine Kurve machen, weil dann drehen die hier nicht. Aber es gibt ja hier eh keinen Stau am Rand der Stadt, also um Gottes Willen. Nee, es gibt ja eh keinen Stau. Und jetzt ist ja auch, ich habe es ja doch längst wieder angeschaltet hier. Straßenbahndepot, also überhaupt von Stau, da sollte hier nichts sein. Und wenn ich mir hier auch anschaue, dann ist ja auch nicht wirklich Stau, oder? Also ich finde, das stautechnisch haben wir es echt gut gelöst. Und ich meine, mittlerweile haben wir nicht mehr wenig Einwohner. Also mit 77.000 Einwohnern. Ja, wir haben sogar jetzt knapp wieder den Abonnentenstatus erhöht. Haha, supi. Die ganze Stadt, alle Abonnenten. Super. Mal sehen, ob sich das hier so hält. Aber dafür haben wir echt super Verkehrsverhältnisse. Das ist, ich weiß nicht, ob das auch ein Bug ist, dass wir so wenig Verkehr haben. Oder ob wir es einfach alles richtig machen. Und bald knacken wir schon wieder die 1 Million. Das ist ja richtig gut. Ich sag's doch, das läuft einfach jetzt. So, Unterhaltungselektronik, die geht auch hoch. Und ich möchte aber die jetzt über den Hafen hier verschippen, damit das einfach schneller und noch besser und noch mehr Geld und so weiter reinbringt.
Dafür muss ich aber von der Handelszentrale aus. Ah, Upgrade verfügbar, Upgrade. Bam, 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 bam. Yes. So, dann wird sie auch direkt angeschaltet, damit sie funktioniert. Und jetzt mache ich da keine Metallabteilung, eine Elektronikabteilung. So. Scheiße. Wo setze ich es jetzt hin, ohne so viel zu zerstören? Geht leider nicht, ohne tausend Sachen zu zerstören. Ja. Pack's mal hier hin. Ist ein bisschen schade drum. Ich könnte es auch noch hier hinsetzen. Aber da ist noch schader. Pack's hier hin. So. Zack. Zack, die Bohne. Und jetzt ist das alles drin. Ist auch angeschaltet. Und jetzt kann ich's machen. Na, was kommt jetzt hier? Genehmigung für Elektronikabteilung der Handelszentrale. Ja, ja, ja. Ist ja alles. Ich weiß, ja, ich weiß, ja, ich weiß. Hat ja schon lange mein Plan. Nee, was nicht? Oh, ich dachte schon. Wir können jetzt nämlich endlich. Ja. TVs. Exportieren. Yes. Und nochmal TVs? Ja. Zwei TV-Lager. Und TVs werden dann natürlich. Na. Weltmarktlieferungen. So, Plastik wird exportiert, natürlich nicht importiert. So, und Plastik in Lagern, das wird nur lokal verwaltet. Das brauche ich im Moment nicht, aber macht auch keinen Sinn, die abzureißen. Ist also dementsprechend eigentlich relativ egal. Ich könnte noch gucken, dass ich über den Umschlagplatz auch noch Prozessoren verkaufe, aber eigentlich im Moment möchte ich die Prozessoren ja alle lokal nutzen. Ich meine, ich habe jetzt ja zwei Unterhaltungselektronikfabriken. Würde ich jetzt mal so sehen. Und die beschweren sich auch im Moment nicht, ne? Also, ich meine, hier habe ich gerade irgendwas gebaut hier? Ich hoffe nicht. Die beschweren sich ja trotzdem, dass hier den Elektronikfabriken ist das Plastik ausgegangen. Aber ich meine, ich. War da gerade jemand krank? Ja, das ist krank. Ich muss mich sofort jetzt mal um die Krankheiten langsam kümmern. Aber ich verstehe nicht, warum die zu wenig Plastik haben. Weil, also ich meine, wieso sollte denn die Plastikproduktion nicht mehr nachkommen? Die ist ja, also warum sollte die. Vielleicht brauche ich bald noch eine zweite Raffinerie. Das kann ich ja mal den nächsten Angriff nehmen. Weil die haben hier wirklich zu wenig Plastik. Und deswegen produzieren die nicht. Und wenn die halt mal nicht produzieren, dann stockt halt alles. Und dann kann es auch mal ganz schnell ins Minus gehen, wie ihr hier seht. Wenn man da nicht rechtzeitig gegensteuern kann. Ja, eindeutig zu wenig Plastik. Eindeutig. Aber liegt das daran, dass die nicht ordentlich produziert haben, weil sie zu wenig Öl hatten? Das kann ich mir auch nicht ganz so vorstellen. Ich mache hier auf jeden Fall. Sieht so aus, als würden unsere Exporte auf dem Weltmarkt die Importe weit übersteigen. Ja? Wenn sie mehr Ressourcen auf dem Weltmarkt importieren, sorgen wir dafür, dass es sich so richtig lohnt. Ja, mache ich. Hä? Nehmen sie 10? Was ist denn das für eine komische Herausforderung? Naja. Was ich eigentlich nur machen wollte, ist das hier mal. Hier mal ein bisschen was wegzureißen. Nämlich so ein Legierungslager, was ich hier, glaube ich, eh nicht nutze. Oder doch. Egal. Das kommt weg. Und stattdessen kommt noch ein zweites Rohöllager dazu. So. Was logischerweise eigentlich hier, na, schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, also Rohöl wird auch importiert. Ich importiere jetzt auch nochmal hier Plastik in diesem Lager. So, und Legierung, aber nicht Legierung mache ich ja nur in irgendeinem anderen. Aber Plastik soll jetzt auf jeden Fall eigentlich immer genug haben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Auf jeden Fall, na, also, ich meine, wenn die sich nicht beschweren, wieso soll das nicht funktionieren? Kann ich die eigentlich, ja, und wir sind über 1 Million, das ist doch schön, ja, reicht 2.0, ist langsam erreicht. So, Plastik kommt hier auch nochmal hin. Was heißt Plastik? TV. Ich frage mich, ob wir eigentlich, warum wir nicht Computer machen, aber irgendwie, ich mache jetzt im Moment, konzentriere ich mich einfach komplett, wieso ist das schwarz geworden? Wow, die dunkle Seite der TV-Produktion. Keine Ahnung, bestimmt auch nur wieder ein Bug. Also wir waren auf jeden Fall über 1 Million, bis ich es gebaut habe. Und warum wir keine Computer machen, weil ich mich einfach ja im Moment auf TVs konzentriere, damit ich nicht noch zwei Linien habe für ja, Computer und für TV. Falls Computer viel besser sein sollten, schreibt mir das in die Kommentare. Weil dann schwenken wir natürlich nochmal drauf um. Das wäre ja total blöd, wenn wir da sozusagen nochmal Geld liegen lassen. Und dann können wir auch irgendwann noch eine Fabrik für Unterhaltungselektronik in den Baum nehmen. Was sagt überhaupt das Recyclingzentrum? Ich weiß nicht. Also, was soll denn das? Wieso kommt da nicht genug ran? Ich habe ein Gymnasium. Ja, alle so in den Kommentaren. Ja, ja, ja. Was heißt alle? Ein paar in den Kommentaren haben ja geschrieben. Hier, dann das löst alle Probleme. Wenn ich dann Gymnasium mache, ne, und die Müll trennen. Ja, trotzdem.
Ich glaube ja, das ist ein Bug. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich habe mehr als genug Einwohner eigentlich, um ordentlich was an Wertstoffen heranzuholen. Trotzdem kommt nichts. Naja. Das war's auf jeden Fall mal für die Folge. Wir haben über 1 Million und können immer noch ein bisschen schön investieren. Langsam können wir den als Kurve in Angriff nehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.